ich Platz dazwischen für Sie reserviert. Ich habe auch ein besonders gutes Kaffee. Ich auch. Noch mal bitte jetzt. Kamerateam da hinten ist halt. Ich kann auch gerne rausgehen. Okay, zu mir bitte. Fragen. Das, oh ja, das wäre schön. Nochmal zu mir. Das ist schön. Ja. Und noch einmal. Noch einmal. Das zweite. Aber das ist das erste. Okay, super. Ich mache das jetzt ja 25 Jahre, dieses. Und dass ich mich über Musik, ich habe bestimmt schon, ich würde sagen, 1000 Interviews gegeben, sage ich mal so grob. Ich glaube, von denen habe ich mich nur in 3 über die Musik unterhalten. Höchstens. Oder 4. Sonst fragt mich nie jemand nach Musik. Also Musik ist das Letzte, worüber man redet. Und ich, das ist mein, also Musik, über Musik zu sprechen, ist mein Metier. Das liebe ich. Das mache ich am allerliebsten. Und die Platte ist sicherlich wesentlich gitarrenlastiger. Ist etwas wesentlich wuchtiger als die alten Platten, würde ich sagen. Auch etwas dramatischer, etwas filmischer. Aber es ist wirklich interessant, über Musik redet nie einer. Aber meine Frau hat früher immer gesagt, warum redest du eigentlich immer über Politik? Ich sage, ich kann es nicht ändern, die fragen mich nur danach. Oder ich habe auch mal ein Interview mit dem Spiegel gegeben, da saß ich 2 Journalisten gegenüber, die sagten als erstes, wir kennen sie gar nicht, wir kennen ihre Musik gar nicht. Da habe ich auch gedacht, ja guten Tag, was mache ich denn jetzt hier? Also, aber über Musik unterhält sich in Deutschland niemand, in England nur. Also wenn in England Musikinterviews, da gibt es ja irrsinnig viele Musikmagazine, da geht es fast nur um Musik, aber in Deutschland nie. In Deutschland reden nur über Texte, was okay ist. Aber die Platte ist genau das, die Farbe der Platte ist sicherlich eine sehr wuchtige und etwas ungewöhnlich grönemeyerisch, also härter, würde ich sagen, ist härter als was ich bisher gemacht habe. Und auch zum Teil etwas Britpop-artiger, also so. Aber ich denke, man kann sich, also ich habe das ja noch einigen Leuten schon vorgespielt, die schon, ups, was ist das denn? Also da kann man sich gut dran reiben, es ist auf jeden Fall, macht irritiert und hat sehr viel Druck. Und ist wesentlich gitarriger und auch zum Teil düsterer Musik. Die Texte sind dafür sehr extrem heiter und leichtfüßig. Ja. Das Komponieren geht so leicht von der Hand? Das Komponieren ist einfach ein Lustvorgang. Also ich schreibe den ganzen Tag Musik. Also wenn ich am Klavier sitze, dann das ist für mich das Schönste überhaupt. Dann sitze ich da und trelle mir, also spiele mit, und dann fällt mir was ein. Und ich war in Schweden, ich war einen Monat in Schweden in dem Studio von dem ABBA-Pianisten, das ist mitten in Stockholm auf so einer kleinen Insel, direkt am Wasser. Und da habe ich also jeden ununterbrochen geschrieben und das macht irrsinnig Spaß. Ja. Also Musik schreiben und deswegen auch diese Filmmusik, das kann ich ununterbrochen machen. Das habe ich auch früher, da komme ich ja her. Ich war ja im Theater 10 Jahre als Musiker im Grunde genommen. Und daher komme ich und ich habe auch ein Jahr Komposition studiert in Köln, aber wo die mich noch rausgeschmissen haben, weil ich mich nur gestritten habe mit den Professoren, weil die immer angestrichen haben, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich dachte, doch, das geht. So. Aber das macht Spaß, ja, das macht irrsinnigen Spaß. Das ist. Und das kann ich auch unendlich machen. Und ich vertone auch gerne andere Texte von anderen Leuten. Habe ich ja früher auch gemacht. Aber Musik schreiben macht irrsinnig Spaß. Ja. Aber die Produktion ist in der Tat etwas Besonderes. Die neue Produktion von dir, was die Bühne angeht, glaube ich, gibt es doch schon besonders. Also die Bühne ist extrem innovativ, was Herr Lieberberg natürlich mit seiner Feingeist herausgefunden hat. Wir haben den Mittelsteg verlegt, wir haben ihn nach links raus verlegt. Na, der Anton Corbijn hat wieder die Bühne gemacht und das sieht ja aus ein bisschen wie, wir haben die große Projektion weggelassen, das sieht ja aus wie ein Segelschiff, das sind 5 Masten, glaube ich, mit verschiedenen Projektionsflächen und es ist wie so ein Molekül angelegt, das ist eine kleinere Bühne und dann geht der Steg aber nicht mehr gerade in der Mitte, sondern links mit 3 anderen Bühnen ins Publikum. Also es gibt nochmal 3 mittelgroß, halbgroß, klein Bühnen. Und es ist ein bisschen kryptischer Aufbau, aber es hat wirklich was sehr, also eher was, ist nicht so wuchtig, sondern es hat eher was Heimligeres, ist etwas intimer. Und wir werden, glaube ich, auch ohne Streicher spielen, also werden wir zurückkommen zu einer Rockproduktion. Und das ist wahnsinnig innovativ. Lothar Gerber vom Musikmarkt. Ich habe eine Frage, zu der auch gerne Herr Lieberberg was sagen kann. Bei den Tourvorbereitungen spielt da der Ticketschwarzmarkt eventuell eine Rolle und wäre es denkbar, wie TicDet das jetzt machen, personalisierte Tickets auszugeben? Ich glaube, das ist bei den Stadionkonzerten, die wir spielen, nicht der Fall. Was wir hatten, war, als wir diese Unplugged-Tour gespielt haben, dass da eindeutig der Schwarzmarkt geblüht hat. Also ich glaube, die Spitze war in Dresden, glaube ich, 57 Euro für ein Ticket in der Semperoper oder auch in Holland, glaube ich, 400 Euro.
Da ist es sicherlich schwierig, dass man sagt, dort fängt man an zu sagen, man macht Proben mit Personalausweis, oder wie geht das? Aber das hat bereits bei der WM nicht funktioniert. Die Tickets waren zwar personalisiert, aber es ist unmöglich, das zu überprüfen. Jeder, der bei der WM hier in Deutschland in den Stadien war, weiß, dass das nie geschehen ist, die Untersuchung der Personalausweise. Wäre auch unmöglich. Ich glaube auch, dass bei dieser Tournee, da gibt es bereits Tickets ab 36 Euro. Das ist für ein Stadionrockkonzert immer noch sehr, sehr billig, wenn man es vergleicht mit U2 oder internationalen Künstlern, dann liegt das etwa insgesamt bei einem Drittel dieses Preises. Ist nicht gerade ein großer Anreiz für den Schwarzmarkt. Außerdem arbeiten wir nicht mit den sogenannten Ticketplattformen zusammen, den Secondary-Plattformen. Es gibt die Tickets über eine Plattform und da sind sie alle für alle Zuschauer zu demselben Preis erhältlich. Insofern glauben wir nicht, dass das hier ein großes Problem darstellt. Es gibt auch keine künstliche Verknappung. Ich glaube, wir sind gerade richtig aufgestellt. Bitte schön. Alex Onkel nochmal. Wir hatten ja die Texte und die Musik. Ich wollte mal zu Ihrer Stimme kommen. Die ist ja nun mal unverwechselbar. Ja, wird aber gar nicht so häufig parodiert. Aber es kommt ja doch vor. Fühlen Sie sich da verarscht oder doch geehrt? Nee, für mich wahnsinnig geehrt natürlich. Also ich meine, wenn man sich über mich lustig macht. Und es gibt ja im WDR, ich glaube bei 1 Live gibt es eine richtige Serie. Also meine Tochter, es ist selbst bei mir in der eigenen Familie. Also meine Tochter rief mal, als wir im Urlaub waren, dann: Vater, wo bist du? Und dann sagte mein Sohn: Ich bin hier! Und dann sagte die: Was machst du? Wo bist du denn? Ich sagte: Ich bin im Garten! Und dann sagt sie: Was machst du da? Ich singe! Und es gibt so eine Serie, Ernie und Herr Bert heißt die beim WDR. Und da gibt es der Herr Bert, das bin, glaube ich. Und der ist, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich glaube, die gab es über Jahre. Und da haben die mich nur hochgenommen halt. Und das fand ich extrem lustig. Also ich glaube nicht, dass ich, also ich leide komischerweise überhaupt nicht darunter. Ich galt früher immer als gescheitelt und sehr ernst, was ich aber nie war. Also ich lebe eher so, dass also meine Freunde mich eher als penetrante Frohnatur bezeichnen, dass ich den eher damit auf den Senkel gehe. Aber dass ich unter mangelnder Selbstironie leide, glaube ich, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also, nee, ich finde das eine große Ehre. Also, das finde ich schon sehr, sehr lustig.